Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer Let's Play Raft. Sind jetzt bereits im 12. Teil und sind am 11. Teil in die Version 1.05 eingestiegen. Ich fuchtel hier noch mit einem Fisch rum, das muss ja nicht unbedingt sein. Ja, Besonderheit, wir haben was Neues dazu gekriegt mit der 1.05. Letztes Mal schon die ersten Sachen gesetzt worden, nämlich diese schönen Laternen, die wir hier sehen. Mit den Laternen, die wir gesetzt haben, ist unser Fluss eigentlich schon sehr gut ausgeleuchtet. Wir haben oben in unserem Raum auch dementsprechend noch eine Laterne gesetzt, aber nicht nur das. Sondern auch Tisch und Stühle sind dazugekommen. Zusätzlich zu den Tisch und Stühlen gab es im Menü dementsprechend dann die Möglichkeit, neben der Dose, die wir dann entsprechend für die Laterne brauchen, und dem normalen Seil, was wir haben, auch dementsprechend dann Nägel zu produzieren, die nur aus Scrap Metal dann bestehen. Die brauchen wir halt, um Laternen, Tische und Stühle herzustellen. Ja, warum Laternen war natürlich dann die nächste Frage. Ja, klar, Tag- und Nachtwechsel. Also eine sehr schöne Geschichte. Ist jetzt dementsprechend eingebaut. Und macht auch einen sehr guten Eindruck, muss ich sagen. Eine Sache, die ich noch nicht erwähnt habe und hier auch leider momentan nicht zeigen kann, da ich hier alleine unterwegs bin, ist, es ist auch der Multiplayer-Part dazugekommen, wie ich das mitgekriegt habe. Das heißt, man sieht den anderen zwar nur als Holzfigur, aber man kann halt zu zweit sich hier zu zweit auch auf dem Floß vergnügen, hätte ich fast gesagt. Und er kam näher und schwimmt vorbei. Okay. Nee, da sieht man den anderen als, ich glaube, als Holzfigur. Man hat da kein Gesicht, keine Klamotten oder sowas in der Richtung, aber man sieht ihn dementsprechend die andere Person als Holzfigur hier laufen. Man kann, glaube ich, auch Sachen gemeinsam benutzen. Das heißt zum Beispiel jetzt so eine Kochstelle ist, glaube ich, zu zweit benutzbar, aber man muss halt seine eigenen Becher darauf packen sozusagen, weil die Becher des anderen funktionieren nicht. Das war das, was ich so halbwegs mitgekriegt habe, wenn ich das alles richtig verstanden habe. Ist natürlich jetzt, will da keine hundertprozentige Garantie drauf geben, aber das ist halt das, was so noch dazugekommen ist. So, holen wir kurz zwei neue Fische rein. So, viel Matz. Ja, da sieht man auch ein paar Nägel, die ich schon weggepackt hatte. Da packen wir auch mal ein bisschen was von weg. So, und lass mich raten, meine Fische hat er gar nicht genommen, weil ich gar keinen Platz hatte. Okay. So, erstmal was gegessen. Fisch wieder zurück. Haben wir zwei leere Dosen. Dann haben wir hier auch noch zwei volle, hoffe ich doch. Ja. So, dann können wir hier voll machen. Ja, jetzt sehen wir schon einen schönen Sonnenuntergang. Für diejenigen, die die 11. Folge nicht gesehen haben, seht ihr dann halt gleich. Wie es wirkt, wenn die Laternen dementsprechend richtig zur Geltung kommen. Ja, damit wir den Wasserkram auf Nummer sicher sind, gehe ich, glaube ich, mal in die Richtung und Fisch sehe ich nicht so das Problem drin, aber mit Wasser. Und deswegen setze ich mir jetzt hier nochmal zwei Wassertonnen. So, dann werde ich auch gleich nochmal ein paar Dosen nachbauen. Dafür hole ich mir noch ein bisschen Metall wieder. So,
Schon läuft es. Ja, die Sonne geht unter, roter Himmel. Man sieht so langsam auch schön die Lichteffekte. Also ich finde, bin ich letztes Mal gar nicht so drauf eingegangen. Das haben sie schon mal sehr gut hingekriegt. Muss aber bedenken, das ist ja kein hunderte Leute-Team. Ne? Ja, ich muss zwar vielleicht erstmal das Wasser erst holen, ne? So. Ja, noch eine Sache, die ich festgestellt habe, wenn man den passenden Ersatzstoff da hat und man holt was und hat halt schon das Meerwasser dementsprechend auch dabei, so wie jetzt hier gerade, hat man es ja gesehen, hat er einfach dann direkt das Meer und das Salzwasser dann ausgetauscht, nachdem ich das eine runtergenommen habe, automatisch das andere draufgepackt. Auch eine Variante, die mir vorher nicht aufgefallen war, dass das funktioniert. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt erst dazugekommen ist. Aber, also aufgefallen war es mir vorher wenigstens nicht. Ja, im Dunkeln angeln ist, wie man sieht, noch nicht ganz so spannend. Aber nicht so richtig sieht, wann der Schwimmer sinkt. Aha, okay, da hatte ich mal Glück. Und mal Fisch Nummer 2 ran. Und ich würde auch sagen, dass ich neben den beiden Kochstellen, neben den beiden Wasserbereitungsstellen auch noch Kochstellen packen werde. So, jetzt mal was trinken. So, dann den Fisch drauf. Ah, der Fisch wirkt jetzt im Dunkeln grünlich. Auch mal nicht ganz interessant. Ja, da man alles bis 10 stacken kann, hege ich jetzt echt die Vermutung, dass ich das auf 10 Dosen erweitern werde, dass ich halt maximal 10 volle oder 10 leere da habe. Da muss man halt immer mit einem Stack rechnen, den man dabei hat sozusagen. So, mit der 4 den Kram noch wieder drauf. So, das kocht alles wunderbar. Hier den Fisch runterholen. Ja, das geht doch schon gut. So. Ja, die Axt packe ich jetzt auch mal ins Inventar. Die brauchen wir tatsächlich echt nur, wenn wir was kaputt machen. Es gibt auch ein bisschen mehr Flexibilität hier in der Leiste. Theoretisch ist das mit Bauen genauso. Ich sag mal, ein Speer zum Verteidigen oder einen Haken, um was ranzuholen. Ne, auch die Angel an sich, das macht man schon mal öfter. So, das packen wir mal dahin. So, dann gehe ich nochmal ins Baumenü. So, sortieren das mal so ein bisschen neu. So. So, jetzt hat er sie natürlich ins Inventar direkt gemacht, weil ich da schon was hatte und deswegen hat er sie jetzt hier nicht in die Leiste gezogen. Jetzt haben wir immerhin aber 6-mal Wasser da.
So, 4 Dosen sind, glaube ich, drauf. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das hinkommt, aber ich glaube, so kommt es hin. Wir testen das jetzt gleich mal. Ah, ist auch schon wieder hell geworden. Oh, ich habe eine nicht befüllt. Okay. So, dann nehmen wir die hier mal weg. Setzen wir neu an. Nehmen die jetzt hier weg. Die hat er automatisch neu reingesetzt. So, jetzt kochen 4. Und wenn ich jetzt 10 in der Tasche habe, ja, wunderbar. Dann hat alles geklappt, behaupte ich. So. Ja, die Netze laufen schon gut, muss ich sagen. Wie man sieht, kriegen wir hier reichlich Mats rein. Ja, die Oberfläche, also die grafische Oberfläche von... oh, ich kann nicht mehr tragen, jetzt wird schon was weggeschmissen, ärgerlicherweise. Die grafische Oberfläche von unserem Set haben sie dementsprechend halt auch verändert, wie man jetzt gerade gesehen hat. Und es gibt noch was Neues, und das habe ich gerade gekriegt, nämlich Raw Beet. Kann gekocht werden. Das ist natürlich auch was, was wir dann mal gleich ausprobieren werden. So. 3. Kochen. Kochen. Dann passt hier noch ein schöner Pflanzenkasten vor, und dann können wir mal gucken, ob wir die auch pflanzen können. Und was dann mehr bringt. Ob Kartoffeln mehr bringt oder ob die mehr bringen. Das ist ja auch nicht uninteressant zu wissen. So, einen Kasten hier nebensetzen. Schön. So. Ja, und die haben wir schon mal gepflanzt. So, Taschen hatten wir leer gemacht. Ja, ich wüsste jetzt auf Anhieb nicht, wo wir die das noch herkriegen. Also bis auf Fässern habe ich jetzt keine Quelle für die neue Variante. Inventar ist eh gerade voll. Gut, dass wir den ganzen Schwung Kisten hingepackt haben. Aber da stellen wir gerade fest, dass man Kisten anscheinend nie genug haben kann. Ja, hier ist noch Platz. So, dann bauen wir noch, ne, noch ein paar Seile. Den Spaß mal einen Seidenpart, in Seilepart weg sozusagen. Ja, jetzt nehmen wir die gute neue Frucht nochmal runter. Und da bin ich jetzt mal gespannt. Das können wir hier packen. Und? Ja, es sieht mehr so aus, als wenn es Richtung Kartoffel gehen würde, vom Umfang her, also von der Größe her. Aber das ist ja kein Problem. Das ist halt eine Alternative, die man pflanzen kann. Ne? So. Wollen wir hier immer noch im Fix? So, 10-mal Trinkwasser dabei. Das hat er fast. Ja, wie gesagt, das, was ich jetzt hier gerade mache, ist natürlich einfach nur, ne, so ein bisschen auffüllen, gucken. Das, was es so Neues gab, haben wir jetzt in dem Sinne schon gesehen.
Den Multiplayer-Part kann ich leider momentan gerade nicht zeigen. Ich werde jetzt noch mal angeln, dann wollen wir mal gucken, ob noch irgendwas zu reparieren ist, weil da hier Hai irgendwo dran rumgeknuspert hat. So, Fische sind unterwegs. Ja, hier hat er da zugelangt. Ersetzen wir das Fundament schnell wieder. Ja, auch die Lampen, wenn sich immer wundert, warum sie so gesetzt worden sind. Das ist klar, ich habe jetzt hier extra zwei Reihen jetzt freigelassen, die zur Not der Hai weglagen könnte, und dann würden unsere Lampen immer noch stehen. Weil so ein Fundament ersetzen ist natürlich in Anführungsstrichen günstiger, als wenn wir eine Lampe ersetzen müssen. Obwohl bei der Masse an Mats, die wir haben, auch, ist auch das kein Problem mehr. Aber wie gesagt, das war es so im Groben. Da hinten sehen wir ihn gerade nagen. Da werden wir wohl nicht schnell genug sein, schätze ich mal. Ne, da war er schon weg, leider. Ja, und damit möchte ich mich dann bis zum nächsten Mal verabschieden. Vielleicht haben wir dann schon wieder was Neues. Wenn nicht, dann werden wir einfach mal unsere Flächen hier noch ein bisschen erweitern und gucken, ob wir oben noch unsere Räume ausbauen. Dann sag ich mal vielen Dank und bis zum nächsten Mal.